Heute für euch 6 Pranks von Stars, die dumm gelaufen sind. Los geht's! Nummer 6. Auf dem Filmset von James Camerons Titanic spielte ein unbekannter Prankster der gesamten Filmcrew einen bösen Streich, indem er ein paar Pillen der Partydroge PCP in die Hummersuppe warf. Ungefähr 15 Crewmitglieder wurden unfreiwillig in einen Rausch versetzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Diagnose des Arztes lautete: Die Filmcrew ist dicht. Na, vielen Dank auch. Und die Nummer 5. Ashton Kutcher spielte dem US-amerikanischen Schauspieler Zach Braff im Rahmen der Sendung Punk'd einen üblen Streich, bei dem mehrere Kinder seinen neuen 100.000 Dollar teuren Porsche mit Spraydosen beschmierten. Die Kinder wurden von Braff auf frischer Tat ertappt. Sie flohen, doch Zach lief einem der Kinder hinterher und verprügelte es sogar. In einem späteren Interview erklärte Braff, dass er sich eigentlich nicht gerne mit jemandem prügelt und schon gar nicht mit Kindern. Doch an diesem einen Tag war sein Adrenalinspiegel so hoch, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. MTV schnitt die Prügelszene einfach raus, bevor die Folge ausgestrahlt wurde. Und die Nummer 4. Während den Dreharbeiten zu Ransom geriet Mel Gibson an Nacktfotos seiner damals 42-jährigen Schauspielkollegin Renee Russo, die in dem Film seine Ehefrau spielt. Gibson ließ die Fotos der zu der Zeit 17-jährigen Schauspielerin auf Posterformat vergrößern und laminieren. Anschließend brachte er nach und nach verschiedene nackte Körperteile des Posters an die schwarzen Bretter der Filmcrew an und stellte so Stück für Stück Russos nackten Körper zur Schau. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3. Der US-amerikanische Rapper The Game postete einen Tweet, mit dem er nach irgendwelchen Leuten suchte, die daran interessiert seien, unter seiner Leitung ein Praktikum in seinem Aufnahmestudio zu machen. Gleichzeitig hinterließ er eine private Telefonnummer. Wie es nicht anders zu erwarten war, gingen innerhalb weniger Minuten Tausende von Anrufe auf diese Nummer ein. Eigentlich ein harmloser Streich, wenn die Nummer nicht von der Hauptzentrale der Polizei von Los Angeles gewesen wäre. Die wütenden Polizeibeamten kritisierten den Prank scharf und sagten, dass echte Notrufe aufgrund der Telefonüberschwemmung der Fans nicht entgegengenommen werden konnten. Die Welle an Anrufen wurde letztendlich gestoppt, als der Polizeibeamte Mike Parker The Game einen Tweet mit "Hör auf mit dem Scheiß" schickte. Und die Nummer 2. Und schon wieder ein Prank, bei dem Leonardo DiCaprio eine Rolle spielt. Auf dem Filmset von The Wolf of Wall Street verarschten sich Leonardo DiCaprio und sein Kollege Jonah Hill gnadenlos. Während des 6 Monate langen Drehs verpasste Leo seinem Kollegen ständig und völlig unerwartet einen Schlag. Jonah Hill ließ monatelang die Schläge von Leo über sich ergehen. In Wirklichkeit aber wartete Jonah Hill geduldig auf den passenden Zeitpunkt, um sich an Leo rächen zu können. Den perfekten Augenblick fand Jonah schließlich bei einer gemeinsamen Szene, bei der die beiden Schauspieler zusammen Sushi essen mussten. Laut Drehbuch sollte Leonardo Jonah fragen: Möchtest du das letzte Stück Sushi essen? Daraufhin sollte Jonah laut Drehbuch Ja antworten. Doch anstatt Ja zu sagen, antwortete Jonah Hill mit Nein und ließ Leonardo das letzte Stück essen. In dem Glauben, dass es sich bei Jonas kleiner Veränderung des Drehbuchs um Improvisationskunst handelte, spielte Leonardo das Spiel einfach mit, ohne zu wissen, dass Jonah ihn gerade aufs Übelste verarschte. Die Szene wurde ganze 17 Mal wiederholt und jede Szene musste identisch mit der vorherigen Szene sein. Leonardo DiCaprio stopfte sich also so oft das letzte Stück Sushi rein, bis er kotzen musste. Die Crew eilte Leonardo zur Hilfe, nur nicht Jonah Hill und der Eingeweihte Martin Scorsese. Die beiden fanden den Prank nämlich ziemlich lustig. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Nachdem der britische Schauspieler Andrew Zuck seinen Gastauftritt in der Radioshow von Russell Brand und Jonathan Ross absagte, ließen sich die beiden Komiker einen ganz gemeinen Prank einfallen und sprachen dem 79-jährigen Schauspieler eine böse Sprachnachricht auf die Mailbox seines Handys. In der Nachricht behauptete Russell Brand, ein Verhältnis mit Andrews Enkelin Georgina Bailey gehabt zu haben. Während Brand auf die Mailbox spricht, ist im Hintergrund Jonathan Ross zu hören, der die ganze Zeit "Er f*** deine Enkelin" ruft. Später ruft Brand ein zweites Mal an, dieses Mal um sich angeblich zu entschuldigen. Was aber wie eine ehrliche Entschuldigung schien, war in Wirklichkeit nur ein Vorwand, um Sachs weiter pikante Details über seine Affäre mit seiner Enkelin preiszugeben. Zum krönenden Abschluss spielte er sein eigenes Lied, in dem er darüber sang, wie leid es ihm täte, mit seiner Enkelin geschlafen zu haben. Sachs war alles andere als erfreut.
Auch die Zuhörer der Radiosendung waren verärgert. Insgesamt gingen bei BBC 37.500 Beschwerden ein. Der Skandal artete dermaßen aus, dass die beiden Moderatoren Jonathan Ross und Russell Brand über 20.000 Euro Strafe zahlen mussten. Für Georgina ging der Skandal auch nicht gerade gut aus. Sie wurde von ihren eigenen Großeltern enterbt. Jetzt würden wir uns noch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das war's für heute. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.